Weil wir gemerkt haben, es regnet stärker und jetzt regnet es auch wieder richtig. Also. Aber wir sind wirklich klitschnass. Und dunkle Wolken. So, wie ihr gerade gesehen habt, wir sind jetzt in einer Wohnung mit Ausblick auf die Skyline. Es ist tatsächlich noch derselbe Tag, wie als wir in Newcastle losgefahren sind. Wir haben uns jetzt wegen dem schlechten Wetter tatsächlich ein Airbnb gegönnt und wow. Übrigens einen Balkon. Ein Balkon, ein ziemlich großer Balkon. Und ja, ist eigentlich wie ein kleines Hotelzimmer, nur wie ihr gerade gesehen habt, auch mit der Küchenzeile. Es ist irgendwie eine Wohnung und irgendwie auch ein Hotel. Und wir haben jetzt einfach hier zur Recovery, vor allem weil der Tag morgen Sydney erkunden im Regen wahrscheinlich sehr anstrengend wird, uns für 2 Tage hier das Zimmer gegönnt, auch zum Erholen, und dann starten wir danach wieder durch in den Roadtrip. Mal schauen, wie das Ganze wird. So, anhand der Beleuchtung sieht man es gar nicht, aber wir haben jetzt den nächsten Morgen. Wir haben richtig gut ausgeschlafen in einem richtigen Bett, das war so toll. Ja, wir haben uns jetzt bereit gemacht, wie man schon sieht, und wir erkunden jetzt Sydney. Ich denke mal, wir sehen uns dann gleich im Bus wieder. Ja. Ja, also mit dem Bus sind wir jetzt gefahren. Weiter geht's jetzt mit dem etwas anderen Verkehrsmittel. Und zwar mit der Fähre. Ja, die gehört hier zum öffentlichen Nahverkehr. Wie wir an der Bushaltestelle standen und die Verbindung eingegeben haben in Google, kam halt einfach, ja, mit dem Bus zur Wharf fahren. Und dann geht's weiter mit der Fähre mitten in die Stadt. Ja, haben wir gleich noch ein bisschen Sightseeing mit dabei. Richtig cool. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into myself. Away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face it another day. So, wir sind jetzt wieder überdacht. Wir laufen gerade zur U-Bahn, Tram, keine Ahnung, mal schauen, wie viel Untergrund es ist. Und dann geht's zu einer Walking-Tour. Ja, anscheinend eine kostenlose Walking-Tour, die wir uns rausgesucht haben. Die geht aber erst nach einer halben Stunde los. Mal schauen. So, wir sind jetzt zwischen Town Hall und Kathedrale und hier soll dann gleich die Tour losgehen. Mal schauen, was wir so sehen. Nope, 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 nope. Nein, nein. So. Ja, mal schauen, ob wir die Tour jetzt verloren haben. Ich gehe davon aus, ich würde sagen, die Walking Tour ist jetzt beendet.
Vielleicht treffen wir sie ja im Opera House wieder. Es schüttet wirklich aus Eimern ohne Ende. Füße sind mittlerweile klitschnass. Wir sind schon überlegen, ob wir jetzt hier über Brücken das aufhört zu regnen. Ob wir zurückfahren, komplett Klamotten, Schuhe wechseln. Die Tour war echt cool, können wir auf jeden Fall empfehlen. Super viel Information, das war auch so viel, was wir gar nicht wiedergeben können. Ich hätte gern ein bisschen mehr gefilmt und fotografiert, aber das Wetter erlaubt es leider nicht. Ja, mal schauen, was später auf jeden Fall noch so kommt. Ja, ich glaube, der Regen beruhigt sich gerade ein ganz bisschen. Ja, wer weiß. Wir sind jetzt gleich wieder beim Hotel. Es war einfach zu nass. Alles zu nass, auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, weil gerade als wir zurückgefahren sind, hat es aufgehört zu regnen. Aber wir sind wirklich klitschnass. Die Füße schmatzen beim Laufen. Wir müssen jetzt definitiv erstmal zurück und uns komplett frisch machen. Und der Zug hierher war einfach klimatisiert. Ja, ich habe so gefroren da drin, das ist so krank. Na gut, aber wir wärmen uns jetzt auf und dann geht's auf jeden Fall in Runde 2, ne? Ja, ja. Ich bin motiviert. Man glaubt es kaum. Es sieht auch nicht unbedingt so aus, aber es hat aufgehört zu regnen. Und wir sind wieder unterwegs. Ja, 2:30, der Tag ist noch jung. Wir haben uns einmal komplett durchgetrocknet, haben jetzt beide frische Socken und neue Schuhe an. War auch echt notwendig. Und ja, mal schauen, was wir jetzt noch so entdecken. Ja. Und wir hoffen, dass es jetzt laut Wetterbericht soll es nicht mehr stark regnen. Mal schauen. Wir verlassen uns drauf. Pünktlicher als die Deutsche Bahn. So, wir haben es geschafft. Hier im Hintergrund sieht man die gewartete Brücke und etwas weiter an der Seite sieht man auch die Oper. Ja, wir hoffen, jetzt wird es mal wieder aufhören zu regnen, weil sobald wir hier angekommen sind, hat es total wieder angefangen zu regnen. Aber diesmal machen wir nicht den Fehler und warten jetzt erst, bis die Regenpause kommt. Nicht, dass wir uns wieder komplett nass machen. Definitiv. Gonna cry when you're gone. Ja, es regnet und es regnet und es regnet und es wird heller. Es wird tatsächlich ein bisschen heller. Ihr habt ja gerade vielleicht eine Aufnahme gesehen. Es klart ganz, ganz langsam auf. Wir warten jetzt schon über eine Stunde. Die Wetter-App hat auch das Ende vom Regen immer wieder weiter nach hinten verschoben. Aktuell müssten wir laut App immer noch eine Stunde warten. Also. Ja, wir haben hier einen ganz coolen Weg gefunden. Hier sind auch einige Bars und sowas, wie man hier unter, ich sag mal, der Promenade langlaufen kann und dann direkt hier bei der Oper rauskommt. Wir schauen jetzt mal, was wir da noch sehen, aber das da hinten, das sieht echt aus, als ob es aufklart. Aber wir sind noch skeptisch. Und jetzt nochmal zum 100. Mal dieselbe Aufnahme, derselbe Schwenk. Ihr seht es auch, es klart immer mehr auf. Wir sind übrigens direkt auf der Rückseite von der Oper und der Blick hier auf die Hochhäuser und auf die Brücke wird tatsächlich immer besser und es ist nur noch ganz leichter Nieselregen. Drückt uns die Daumen, dass es so bleibt, dass es immer weniger wird. Es hat fast aufgehört zu regnen, aber alles um uns herum ist grau und dunkle Wolken. Ich habe Angst, dass es wieder anfängt zu regnen. Ich muss gleich weiter machen. Oh ja, große Pfütze. Laura hat nur Vans an. Johannes hat gute Schuhe. Johannes kann einfach durchlaufen. Laura nicht. Geschafft! Yay! Und hier haben wir noch einen Blick auf die Oper. Yay! Yeah. Die olympische Medaille, der Regenschirm. Und hier direkt am Opernhaus, direkt am Wasser, ähnlich wie in Melbourne, haben wir übrigens wieder einen botanischen Garten, den wir, glaube ich, angesichts des Wetters jetzt nicht so genau erkunden. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch da vorne mal laufen
weil das soll ein guter Fotospot sein, um die Oper mit der Harbour Bridge auf ein Motivgut zu bekommen. Und wir sind wieder nass. Ja, Expedition, schönes Foto abgebrochen. Wir sind ungefähr nach, keine Ahnung, was waren es, 50 Meter wieder umgedreht, weil wir gemerkt haben, es regnet stärker und jetzt regnet es auch wieder richtig. Also, Sydney mag uns nicht, glaube ich. So, ich habe jetzt noch einen wichtigen Termin. Ihr seht auch gleich, wo es lang geht. Ich darf leider nicht mit. Ja. Bis später. Bis dann. Nach einer Dreiviertelstunde weiterem Warten klart es jetzt aber wirklich auf. Regenradar sagt, wir haben jetzt eine Regenpause. Mal schauen, wie lange die hält. Also jetzt versuch Nummer 2 coole Fotos zu machen. Let's go. Oder versuch Nummer 1000. Kleiner Sidefact, wir haben übrigens das regenreichste Jahr seit Aufzeichnung, wo das Ganze dokumentiert wird. Das vorher regenreichste Jahr war 1950. Also, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Mr. und Mrs. Regen in Action. Das Hafenbecken hier hat auf jeden Fall auch schon einen krassen Pegelstand. Ich glaube, viele Tage, wenn es hier noch mehr regnet, wollen wir dann nicht in Sydney bleiben. Und hier ist auch nochmal ein lustiger Anblick. Diese coolen Vögel stochen jetzt alle, sobald es aufgehört hat zu regnen, nach Würmern im Boden rum. So, jetzt haben wir ein nächstes Problem. Hier sind die Wege komplett überschwemmt. Und wir wissen nicht, ob Laura mit ihren Vans da überhaupt durchkommt. Also vielleicht gleich Abbruch Nummer 100. So, Abbruch, besser wird der Ausblick nicht. Es fängt wieder an zu regnen. Jeha, juhu. So, jetzt laufen wir doch nochmal komplett durch den Botanischen Garten durch. Wir haben beschlossen abzubrechen. Hier kommen immer wieder so kleine Regenschauer runter. Das ist uns einfach zu riskant, hier noch tiefer in den Botanischen Garten reinzulaufen. Am Ende kommt hier dann doch nochmal eine Wassermasse runter. Wir werden wieder klitschnass. Hier ist auch gar nichts überdacht. Und wir können es hier überhaupt nicht unterstehen. Gar nicht. So, wir sind wieder am Hafen angekommen. Es regnet. Also alles wie immer. Wir machen jetzt nochmal auf die andere Seite von der Brücke. Ne? Ja. Und schauen mal, ob wir da dann nochmal einen netten Spot finden. Aber bei dem tollen Wetter hier. Ich glaube, Sydney will uns einfach, will nicht, dass wir hier sind. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees. So, wir sehen ziemlich fertig aus. Ich glaube, so fühlen wir uns auch. Ja, aber die heiße Dusche hat echt gut getan nach dem Wetter heute. Auf jeden Fall, wie ihr euch gerade schon denken könnt, wir sind wieder im Hotel. Sehr froh, nicht in dem Camper heute zu sein. Ja. Und sehr interessant jetzt hier im, ich sag mal, Landesinneren, auch wenn es eigentlich nur Luftlinie so 10, 15 Kilometer sind, hier hat es überhaupt nicht geregnet. Die Straßen waren hier auch komplett trocken. Also da hat es wirklich diese Prognose, ab 15 Uhr soll es nicht mehr regnen. Hat hier vielleicht gestimmt, ja. Nur halt weiter näher am Hafen und da, wo auch die Oper und alles ist, da regnet es halt durchgehend. Mit dem ganz schlechten Wetter sind wir jetzt auch schon Stalker von dem Regenradar von Australien geworden. Da hat man aber auch echt immer schön gesehen, dass es sich genau an der Küste langgezogen hat, den ganzen Tag heute. Und klar, wenn es dann weiter reingeht, ja, regnet es da nicht so viel. Richtig, morgen geht es dann für uns aus Sydney raus. Hier zu bleiben würde keinen Sinn machen. Es soll hier noch bis Mittwoch weiter regnen. Jetzt, wo das Video aufgenommen wird, ist Donnerstag, also ja. Noch 5 bis 6 Tage. Ist es macht echt schade. Überhaupt keinen Sinn, hier weiter auszuharren. Also ja, weil die Stadt hat uns
Also mir hat die Stadt sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir also auch. Viel, viel besser als Brisbane. Brisbane hat uns ja überhaupt nicht überzeugt. Hat mich total umgehauen und war auch wirklich sehr angenehm hier. Kann natürlich auch im Wetter liegen, dass dann nicht so viele Leute los waren, wie jetzt in Brisbane, wenn wir unterwegs waren. Ja. Sehr, sehr schöne Stadt. Also auch die Aussichten auf die Skyline, auf die Brücke und das Opera House. Unglaublich toll, sogar bei Regen gewesen. Also Sydney war echt schön. Von daher, schade, dass es nur ein Tag war, aber wir haben unsere Highlights gesehen und konnten euch ja jetzt auch ein bisschen was zeigen. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon in Sydney wart, wie euch Sydney gefallen hat. Ansonsten lasst gerne noch ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, um nicht zu verpassen, wie es als nächstes weitergeht, was wir selber noch gar nicht wissen, weil das Wetter hier an der gesamten Ostküste ist schlecht und wir müssen jetzt selber spontan gucken, wie es weitergeht. Wir gucken dann morgen mal, aber heute wird nur noch entspannt. Macht's gut. Macht's gut.